Ich hatte das Gefühl, meine Trauer verwandele sich in der Rückschau immer mehr in einen allgemeinen Weltschmerz. So konnte ich sie einpacken und besser unter Kontrolle bekommen. Und dann doch wieder der jähe Sturz aus der Melancholie in die Verzweiflung. Das erste Bild von Amelia in weißer Bluse und blauem Rock mit zusammengekniffenen Augen vor dem Springbrunnen auf der Plaza Cibeles in Madrid. Beim Anblick ihrer kleinen Füße in den Goldsandalen schossen mir die Tränen in die Augen. Ihr verzerrtes Gesicht bei Maria Luisas Geburt, deren schwarzgelockter Kopf eben aus dem Schoß guckt. Und das letzte Bild, das ich von ihnen gemacht habe. Sie sitzen auf einer Bank und füttern Tauben. Ich hasse diese fliegenden Ratten, aber Maria Luisa liebte sie. Und ich habe in dem Moment auf den Auslöser gedrückt, als die Vögel wie ein Heiligenschein um ihre Köpfe stehen, während der Blick auf den lachenden Mund des Kindes und die glücklichen Augen der Frau gelenkt wird. Dieses Bild habe ich ein paar Stunden angesehen. Zum Schluss nahm ich mir das Foto vor, das ganz zu oberst im Koffer lag.